Was benötigt ihr? Wir dürfen tatsächlich das Gebiet verlassen, das ist ja toll. Aber jetzt einmal nach da oben oder einmal nach dahin? Wir gehen einmal hier oben hin. Da geht's dann auch mit der Hauptquest weiter. Ich glaube, das würde mich jetzt eher interessieren. Und vielleicht in der Hoffnung, dass da irgendwo eine Schmiede ist. 14. Ich drücke die Daumen. Ah, danke. Weil, wie gesagt, ich möchte gerne Virtuose werden. Kann ich nämlich das nächste hier abbauen. Die nächsten Stufen. Weil in den einsamen Landen haben wir ja schon ein bisschen was davon gesehen. Das konnte ich aber leider noch nicht abbauen zu dem Zeitpunkt. Also eine Schmiede wäre wirklich wünschenswert. Kartoffel, Kartoffel. Wo sind wir jetzt? Esteldin. Sagt mir vom Namen her auch irgendwas. Oh, das ist hier groß und riesig. Weil ich bisher noch keine Schmiede sehe. Ich markiere hier trotzdem einmal. Was kann ich für euch tun? Bogenmacher, Händler. Fehlt noch irgendwas? Lagerfeuer. Lagerfeuer, Lagerfeuer, Spannung steigt. Es ist aber auf jeden Fall ein großes Lager. Und auch mit sehr, sehr vielen Quests. Aber ich sehe bisher nichts zum Schmieden. Ich will auch zocken. Du gehst jetzt erstmal schlafen. Hier, Schmiede. Oh Gott sei Dank. Warte mal. Ich habe aber hier noch was drin. Quatsch. Silbererz hochwertiges kommt da auch mit rein.
alles fertigen. Oh, durch VIP geht das Gott sei Dank auch viel schneller jetzt. Ja. Ja, komm, nur noch so ein bisschen. Es sieht gut aus. Ja, ich komme Virtuose näher. Ja, wir schaffen Virtuose. Juhu! Virtuose! Jetzt kann ich nämlich Platin und Zwergeneisen abbauen. Danke, Mappa. Ich habe irgendwas Hochwertiges hergestellt. Noch irgendwas Hochwertiges? Das kann ich einmal und das kann ich einmal öffnen. Ah, ja. Runenbewahrs. Quarz. Saphir. 73. Polierter Saphir. Warte mal. Polierter Saphir hier. Das. Brauche ich nur eine Werkbank. Alle fertigen. Machen wir gleich den Goldschmied noch mit, ne? Mal. Habe ich da noch was? Danke. Blutstein. Blutstein habe ich hier. Was brauche ich noch? Opal. Der hier sein. Opale. Rubine. Hab ich auch noch. Saphire habe ich auch noch. So. Dann nutzen wir das doch mal alles. Ein bisschen Handwerk muss ja auch mal wieder sein, ne? Das hatten wir ja lange nicht mehr. Oh, es dauert aber noch so lange, bis wir da den Meister haben. Naja. Kann ich nur leider gerade nichts herstellen. Schade. Aber hier. Wenn ich irgendwo eine Werkbank schieße, ich auch erstmal verarbeite, ja. Ich habe das jetzt halt echt lange schleifen lassen. Aber jetzt muss ich doch mal wieder rangehen. Vor allem, weil, ne, ich mir gerne meine Waffen schmieden möchte. Ich habe einen Goldschmied, kann meine eigenen Waffen machen, aber macht sie halt nicht. Zumindest ist das schon lange her.
Wir könnten hier den nächsten Rang schaffen. Könnten. Könnte aber auch eng werden. Dadurch, dass es immer noch Viererschritte sind. Ja, wird eng. Dürfen wir nicht ganz. Wir Grabeisen. Doch, haben wir geschafft. Ich behaue gerade einen Wagen mit meiner Angel. Auch nicht schlecht. Aber wir haben jetzt auch Virtuose. Virtuose beim Goldschmied. Das ist geil. Das ist echt geil. Beim Experten. Gibt es beim Experten dann? Warte mal. Da fertige ich einmal kurz meine Waffe. Beim Experten gibt es tatsächlich keinen Meister. Das ist ja doof. Na egal. Sparen wir Zeit. So. 44 bis 73 Schaden. Wir haben eine bessere Waffe. Eine viel bessere Waffe. Okay, den trinke ich mal. Hab den Schloss auf Virtuose. Das ist auch geil. Glückwunsch. Nur der Koch hängt hinterher. Den Kochen muss ich unbedingt machen, aber den mache ich nicht im Stream. Da habe ich keinen Bock drauf. Der ist mir zu anstrengend. Im Stream. Münzen. Wer ist denn Antenne? Was ist das denn? Wer braucht Hoffnung, Effekt auf die Gefährtengruppe innerhalb von 20 Metern wirken. Das ist wiederum cool. Prost. Ja, Prost. Kundiger Brusch. Okay, die brauche ich nicht. Okay, ich habe leider keinen Barren Gold mehr. Oder ist hier noch welcher? Ist das Gold? Ja, das ist sogar noch Gold. Sehr gut. Rubinsplitter. Müssten das hier sein? Rubinsplitter. Okay. Dann. Beweglichkeit 32. Beistand. Wille Vitalität. Dann fertige ich das einmal an. Was ist denn der 27er davon? Der hier, also gleich der erste. Jupp, einmal an mich binden. Gravierter Rubinohr. Ah ne, gravierter Rubinring. Ja. 40 Beweglichkeit. 34 Vitalität, Parade. Und wie sieht es aus mit dem einem Ohrring? Dann sind 30.
So, mach aber erstmal die Augen zu. Viel Spaß, noch eine schöne Nacht noch und schlaf dann schön. Danke, du auch. Und schön, dass du so lange durchgehalten hast. Und jetzt aber wirklich, ne? Augen zu. Und dir morgen einen wundervollen Tag. Und den fertige ich jetzt noch. Wird eingetauscht für den anderen. So. Die Frauen können das echt. Nein, nein, wir nicht. Oh mein Gott, hier gibt es sogar noch einen besseren. Wille und Schicksal. Runenstein. Weißgold, Obsidian. Eisiger. Frost. Komm, fertigen wir den noch einfach mal. Habe ich den jetzt gefertigt? Wie mache ich das denn nicht? Hab doch alles dafür da. Das ist aber seltsam. Okay, aus irgendeinem Grund will mein Charakter hier nicht mehr schmieden. Ist auch okay. Dann lagern wir halt alles wieder ein. Wenn ich hier so habe. Da ist es dann wenigstens sicher. So. Ding wird immer voller. Brauche ich. So, Laden durchstöbern. Okay. So, dann können wir wenigstens jetzt raus. Genug hergestellt. Ach, und hier ist dann Was kann ich für euch tun? unter anderem Rohhändler. Einer von vielen wahrscheinlich. Könnte ich einen Augenblick Okay, mit euch das ist eine sprechen? Solo-Quest, die nehmen wir an. Laufe ich aber mal mit Pferdchen rum. Ach, das hier ist. Wie darf ich euch helfen? Ach, das wird für. Ja, Verwandter. Geschätztes ist Zildinros. Ah ja. Hier gibt es dann die anderen Rösser. Das andere Ross. Hui. Okay, derzeit nicht möglich. Da komme ich nicht rein. Da komme ich aber rein. Halberat! Hallöchen! Wie kann ich euch zu Diensten sein?
Die Kunde darüber, welch große Hilfe ihr den Waldläufern im Süden wart, hat sich bereits verbreitet. Hier in den nördlichen Landen benötigen wir eure Unterstützung mehr denn je. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Während man in Esteldi nur nach Osten blickte, gibt es Nachrichten aus dem Westen und Süden, die besagen, dass der Feind an mehreren Fronten vorrückt. Ich fürchte, dass die Kraft von Esteldin fast aufgebraucht ist und wir können dieser größeren Bedrohung nicht gegenübertreten. Der Rat der freien Völker der Nordhöhen muss einberufen werden. Bevor ich dies tue, muss ich mehr über diese Bedrohung erfahren. Ich muss wissen, ob Vor- und Ost einst die Hauptstadt des alten Arnor erneut unter den Einfluss von Angmar gefallen ist. Falls der Feind die Ruinen von Fornos eingenommen und verstärkt hat, dann sind wir alle in großer Gefahr. Geht zu Müncham, einem Waldläufer, der sein Lager in den Feldern von Fornos im Westen hat, und bittet ihn um Hilfe. Also, der ganze Weg wieder zurück. Fornos, die Dunkelheit im Inneren, Gefährtengruppe. Mit euch sprechen? Okay, also wieder etwas, was ich nicht allein machen kann. Ich könnte es wahrscheinlich allein machen, aber das Level ist dazu noch nicht. Ist zwar 26 zu 34, aber. Ja, ich möchte dann, wenn ich alleine reingehe, so 10 Level höher haben. Immer knapp. Also 2 Level würden noch fehlen, bis ich alleine reingehe. Ich glaube, in den einsamen Landen könnte ich jetzt halt auch schon, ne? Weil die sind ungefähr auf einer Höhe mit dem Level. Und ich glaube, das im alten Wald könnte man mittlerweile eigentlich auch schon allein machen. Glaube ich. Weil es war ja Level 20. Ich neige immer dazu, es zu versuchen, aber. Seid ihr zu mir gekommen? Den Grundstein habe ich gefunden. Warum bin ich nicht als erstes in dieses Lager gegangen? Bilder. Aro hier. Ei. Ausbildet für Runenbewahrer. Hi. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Es gibt immer noch viel, was ihr nicht versteht, Adariel, obwohl ihr eine Runenbewahrerin von beachtlichem Können seid. Runen der Heilung können eine noch viel größere Wirkung entfalten, als ihr bislang wisst. Ihr braucht aber einen Lehrer, der euch darin unterweist. Der Zwerg Hulda ist ein besonders fähiger Runenbewahrer und er könnte euch vielleicht in diesen Künsten unterweisen. Sucht ihn in Utrika in den Nordhöhen. Wird er von eurem Wissen um die Geheimnisse unserer Kunst beeindruckt sein, so wird er euch vielleicht in die Lehre nehmen. Okay, was haben wir dann hier? 307. Ja gut, dann würde ich halt den Stein nehmen, ne? Geht auf jeden Fall schon wieder voran. So langsam, aber sicher. Jagdauftrag Orks. Brauche ich alles nicht. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Dagoras. Was benötigt ihr? Bleibt einen Moment. Dank der Stadtausrufer. Ach so. Dann jetzt Markt. Würdet ihr mir bitte eine Minute eurer Zeit schenken? Mhm. Den Grundstein haben wir gefunden.
Ja, gut, Level 35 könnte doch möglich sein, ne? Was wollt ihr von mir? Es könnte möglich sein. Ich gehe gleich zurück. Ich will einmal gucken, ob ich hier alles habe an Aufträgen. Das schaffst du. Mal gucken. Mal gucken. Doch, ich habe hier alles. Okay. Trophäenhändler. Okay. Ach, da muss ich. Ah, da muss ich irgendwie auf die andere Seite. Komme ich so nicht rüber. Oder? Doch hier. Hier komme ich hoch. Musik ist schön. Aber die Gegend hier hinten ist auch schön. So nett und harmonisch. Ja, wie komme ich aber da hoch? Die andere Frage. Häuptling. Dürfe der Erdsippe. Ah! Ach, du grüne nur noch mehr Quests. Du darfst den Jothkin helfen. Die Jothkin benötigen deine Hilfe. Die Jothkin benötigen deine Hilfe. Jothkin werden ihre Wut zeigen. Okay. Nett. So. Das kann ich jetzt einmal alles schließen. Jo. Okay. Ist weg. Hier gibt's sogar einen Laden. Okay, das ist alles hier hinten. Acht. Gut. Habe ich ja ewig zu tun. Glaube ich. Befürchte ich. Ochsen, Ochsenfleisch mit Waffen der Erdsippe. Rauter Leberjäger. Was ist das?
Okay, oh, ich brauche auch. Ja, du Schreckenswag. Heu du mal. Uff, Unglückszwiebel. Die brauche ich mittlerweile Gott sei Dank auch. So eine... Achso. Mittlerweile habe ich auch Verwendung für die Frühlingszwiebeln. Schatzspeicher. So, eins kann ich hier noch öffnen. Toll. Hat mich sehr weitergebracht. Nichts. Denn dafür? Stufe 90! Klar! Weil man Stufe 90 auch einfach mal so erreicht. Die tun gerade so, als wenn Stufe 90 hier, ne, das Beste vom Besten wären. Ich will nie mehr Stufe 90 kommen. Das ist nicht so schnell. Ich bin froh, wenn ich 40 erreiche. Ja, da 40 wäre ich schon stolz. Brauche ich zwar nicht mehr, aber ich brauche trotzdem irgendwie. Weil doch, für den Wagbezwinger. Boah, das wird ein Graus, die Bezwingertat zu machen. Das ist das Auerochsenfleisch. Und das ist das Marterkraut. Sehr gut. Aber ich habe da hinten was viel Wichtigeres gesehen. Eisen. Hochwertiges Eisen. Ich habe nur jetzt noch nichts für die 40er gefunden. Also die Rüstung für den hier geht gar nicht. Sehr. Sieht aus wie so eine Fundgrube. Warte mal noch was, was ich kurz nachgucken möchte. Mm.
Ja, nee, ich will nicht die Stats dazu. Ich hätte gerne eher. Oh Gott, das hier ist aber ein kompletter Guide. Ich suche aber gerade. Okay, es gibt auf jeden Fall für später ein paar nette Rüstungen. So, bin dann auch mal schlafen für die Nacht. Gute Nacht, Iron. Und morgen einen wunderschönen Tag. Und vielleicht sieht man oder liest man sich morgen ja. Mal gucken. Wir haben hier noch ein paar Stündchen. Ist ja erst 23 Uhr. So 2-3 Stunden mache ich ja noch. Vor allem wir, beziehungsweise wir, ihr seid ja auch kurz vorm nächsten Emote, ne? Eine kleine Prozente. Ab 20 gibt's das nächste Emote. Nächste saisonale. Das Ding macht mir Angst, dieser Auerochsen, ey. Ach, da ist nochmal so ein Viech. Ich würde mir die ja echt gerne mal näher angucken. Ohne Scheiß. Der sieht aus wie so ein ehemaliger Klassenkamerad von mir. Nur nicht ganz so grün. Also der Klassenkamerad. Also so von der Frisur sogar. Tatsächlich zu meiner Schwitze. Also wo ich. Gar nicht. Ach, nee. 5.6. Da war die Frisur tatsächlich in Mode. Zumindest bei uns im Jahrgang. Wie es auf anderen Schulen aussah, weiß ich nicht, aber es war bei uns schon mal der letzte Schrei, solche Frisuren zu tragen. Das war groß. Warum, du konntest die Leute halt auch nicht ernst nehmen. Es ist auch schlimmer als ganz, ganz früher die Schmelzlocken. Wer für ein Erdsiebel? Im Hirn ziehen ein Rohr. Bleib hier! Guck's, Mami. Hinten ist wieder Gold. Goldiges Gold. So, jetzt nur noch Waffen der Erdsippe, ne? Hier in dem Gebiet. Ich guck mal. Ja. Ich schau mal. So.
Kartoffeln. Von dieser Erdsippe laufen hier verdammt wenige rum. Sucht man sich ja den Wolf. Dafür gibt es aber relativ viel Eisen. Man muss auch das Gute drin sehen, ne? Das haben wir. Sicher nicht irgendwo noch Eisen gesehen. Da. Okay, das ist alles da hinten. Die Himbeeren nehmen wir nochmal mit. Fünf Minuten. Ne, wir kommen Level 35, wir sind uns näher. Trägst du Worte des Friedens in dir? Ja, bestimmt. Wenn du hier bist, um zu helfen, bist du auch willkommen. Sei gegrüßt. Wirst du dir anhören, was mich bewegt? Ja, werde ich. Lass die Jorskin zu Ende reden. Du bist willkommen. So. Bleibt stehen und hört euch meine Geschichte an. Mhm. Ader Gold. Gold Ader nehmen wir auch mal mit. Oh, sie ist nur so ein kurzes Stückchen. Wobei ich irgendwo auch hoffe, dass wir die 40 nicht erreichen in dem Gebiet hier. Also desto länger wir zu 40 brauchen, desto mehr profitieren wir von den anderen Gebieten. Weil wir haben, glaube ich, warte mal. Das hier geht nämlich bis 40. Das nächste Gebiet
ist 30 bis 40. Dann kommt 30 bis 50. 39 bis 50. 40, 50, 42 bis 52. Und dann 45, 50. Wir haben noch 1, 2, 3 Gebiete mit 30er. Also. Das reicht, wenn wir im letzten Gebiet überlevelt sind. In zwei Gebieten überlevelt sein und durchquesten ist nicht so toll. Ich werde jetzt in Zukunft auch erstmal keine Erfahrungsbuffs mehr nehmen nach dem hier. War der letzte erstmal. Weißt du, eben findet man die ganze Zeit vage und jetzt gar nichts mehr. Vage. Vagileins. Ja, so Schnupfen. Schnupfen ist scheiße. Ich werde noch einfach nicht lustig, Schnupfen. Wir haben wenigstens das Gebiet der Waage gefunden. Wir brauchen noch Schreckenswaage. Nun Waagejäger. Die Schreckenswaage. Waagejäger, Waagejäger. Das ist ein Schreckenswag. Dann jetzt nach dem letzten Schreckenswag suchen. Ich bin der Waagejäger, Jäger.
Diese Schreckenswaage wollen nicht gefunden werden. Der ist einer, oder? Nee. Das ist auch nur ein Waagjäger. Jäger. Gefunden. Sag mir nur, wo die anderen Quests sein sollen. Ja, mal schauen. Das freut mich. Lass die Jaskin zu Ende reden. Bei Durins Bart. Bei Durins Bart. Bin ich euch nicht mal eine Minute eurer Zeit wert? Wie die immer meckern, dass man keine Zeit für sie hätte. Ich habe viel zu viel Zeit für die. Und dieses Drehen geht mir gerade so auf Keks. Wir sind der 35 so nah. Ja, wir haben schon wieder keine Ahnung, wo die Hauptquest weitergeht, ne? War ein kurzes Vergnügen mit der Hauptquest. So, wenn wir da gleich an der Straße sind, werde ich nochmal eine kurze Pause machen. Muss dann nämlich nochmal gleich wohin. Das. Straße reicht ja. Weißt du nicht, ob sie besonders sicher ist? So. Was ist das?
Ah, da geht's nach Angmar. Ach, du grüne Neune. Wann kommen wir denn nach Angmar? Warte mal. Wann kommen wir denn? Wann kommen wir denn? Ja, dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. So, dann gehe ich aber noch mal ganz kurz aufs Klo. Di 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 di.